Aha. Welche soll ich nehmen? Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Stellen! Da renne ich doch nicht davon. Was haben wir denn hier? Eine Reliktkonsole? Jetzt wird's lustig. Das sagst du. Okay, das ist tatsächlich lustig. Okay. Ah, da ist irgendwas. Behälter zum Öffnen. Okay. Was jetzt hier die Schilde sollen, ist mir jetzt auch so ein bisschen so ein Rätsel, ne? Ah, nun gut, gehen wir erstmal hoch. Vielleicht können wir hier irgendwie was machen. Eine verschlossene Tür. Oh, das Ding hier aktiviert dann diese Tür. Mach auf! Was zum Henker, ein Zerstörer. Er hat gute Schilder. Kacke. Der Zerstörer macht wahrscheinlich seinen Namen alle Ehre. Kacke. So irgendwie durch das Schild durch und danach ist er wahrscheinlich eine ganz andere Nummer. What? Der Schuss ging so hart durch. Also hat er nach den Schilden wohl kaum noch irgendwie einen Lebenspunkt oder so. Lade Munition nach. Kacke. Kann auch nerven hier. So. Ich erst. So, komm. Genug gespielt hier. Zack. Oh, hat schon tot. Dann nochmal ein Geschütz. Kacke. So. Einfach genügend draufhauen. Das sieht wertvoll aus. What? Hallo, halte dich doch mal da fest. Eine Reliktkonsole. Aha. Puh, okay. Das sieht nach einem relativ schwierigen Rätsel aus. Denn es gibt nur 4 Zeichen. Ich probiere einfach mal rum. Das würde so schon mal funktionieren. Hier, das vierte Zeichen, das hier fehlt, ist das hier. Dann ist hier das vierte Zeichen, das fehlt. Das. Das klappt. Okay, dann haben wir hier. Kommt hin. Könnte man machen. Hier kann ich es nicht setzen. Und hier wäre das. Das würde auch gehen. Da haben wir hier das. Hier müsste das sein. Das müsste eigentlich so funktionieren. Ja, okay. War tatsächlich einfacher, als ich befürchtet habe. Okay. Was hat das jetzt genau gemacht? Außer. Weiß nicht, was.
Vor allem, es ist ja auch, das sieht wertvoll aus, oder? Keine Ahnung. Was haben wir eigentlich hier? Nix. Das ist auch immer gut. Nehmen wir hier ein paar Überreste mit. Da ein paar Überreste. So. Okay. Aber das hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Ja. Konnte ich mich gerade noch so ein bisschen retten. So. Und hier ist ja diese komische Reltech drin, die ich derzeit noch nicht rauskriege. Wahrscheinlich erst, wenn ich dann tatsächlich da hinten gewesen bin. Wir haben hier natürlich eine neue Gefolgschaft. Wo auch immer die schon wieder herkommt. Was ist das da? Wo kommt dieser leuchtende Würfel auf einmal her? Ja! Okay. Wahrscheinlich einfach nur zum Scannen, kann das sein? Tatsächlich. Okay, haben wir ein bisschen Relikt-Forschungspunkte. Ist doch auch ganz nett. So, also wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sollen wir von hier aus da rüber und dann da, dahin. Okay. Wenn das Wörtchen wäre nicht wäre. Haben wir da auch einen. Der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Ne! Aber wo? Zeigt man doch lieber, wo die Konsole ist, Sam. Folge doch der Energiesignatur oder so. Da, nein. Das wäre ein Punkt nach links und rechts für die beiden Dinger hier. Aber nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Kommen wir denn hier irgendwie durch? Jo. Ist ja gut. So, was haben wir hier? Eine weitere Konsole? Okay. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Jetzt sehe ich erst, dass die Dinger da wirklich Zeichen oben drüber haben. Das Problem ist, wir haben 6 Reliktkonsolen. 5 Zeichen. Haben wir denn 6 verschiedene Zeichen? Das wäre interessant zu wissen. Aber wenn, dann müssen wir wahrscheinlich als erstes das hier. Es klang falsch, aber es war richtig. Dann müssen wir das hier. Dann die 3 mit der Zipfel unten links. Das hier. Klingt ein bisschen wie das Geräusch, wenn du einen Zong gekriegt hast. Aber diese Endung könnte heutzutage auch noch kommen, jemand. Gott, bin ich alt. Dann... Ditte. Und als letztes... Dieses hier. Was kriegen wir dafür? Ein Haufen Bullshit. Oh, was zum Scannen. Das ist schön. Eine hohe Datenkonzentration vor Pathfinder. Ich rate zu einem Scan. Nur das kann ich nicht scannen, aber das nehme ich mit. PB wird sich freuen, dass wir ein weiteres dieser Geräte gefunden haben. Ja, PB, mache ich doch gerne eine Freude. Auch wenn ich ihren Quickie im Gravitationshosenraum quasi abgesagt habe, aber hey. Man weiß ja nie. Ich bin ein Kammermut für eine Nacht. So. Ja, das sagt uns jetzt immer noch nicht unbedingt, wie wir hier weiterkommen, ne? Muss ja irgendwo eine Konsole geben, die dann diese Brücke da steuert, damit wir dann da rüberkommen. Aber wo?
Weil sonst kommen wir halt da nicht rüber. Und diese hier ist es halt nicht. Macht halt entweder hier die Schilde hier an oder halt diese Schützendinger hier. Damit man sich da hinterstellen kann und eine Deckung hat. Also für mich jetzt totaler Unnütz. So, und hier sehe ich keine Konsole, die das hier eventuell aktivieren könnte. Da hinten hätten wir so einen Tilger. Oh, da hätten wir so ein Dingens, das, so eine Konsole, aber da kommt doch nicht rüber. Oder ich wüsste nicht wo. Oh, das war knapp. Das ist bestimmt nicht so gewollt. Aber es hat funktioniert. Das ist das Erschreckende. Was macht denn diese Konsole? Es macht tatsächlich die Brücke. Also es könnte schon irgendwie damit ins Zusammenhang hängen. Irgendwie. Ob es das wirklich tut, ist eine andere Geschichte. Hallo, hoch da. Die Tür ist zu. Warum ist die Tür jetzt zu? Hängt das mit der Reliktkonsole zusammen? Nee, macht da unten nur diese Plattform, ne? Genau. Sie macht die Plattform entweder an oder halt weg. Nein, ja doch, ja, ist richtig. Aber hat das nichts mit der Tür zu tun. Okay. Hier geht's nicht unbedingt weiter. Hier komme ich nicht durch. Ach siehst du, jetzt habe ich auch da drüben vergessen, hier das Ding jetzt zu scannen, ne? Da war doch auch nochmal hier sowas für 100 Reliktforschungspunkte gedöns Dingens des Todes. Da. So. Ich glaube, die Dinger übersehe ich auch einfach zu sehr. Dann wundere ich mich, da ich kaum Forschungsdaten für Relikttechnologie habe. Da oben auch nochmal. Ich glaube, den letzten Relikteingang habe ich wirklich enorm zu wenig untersucht. Aber nun gut. Markiere Interface-Verbindungen, Pathfinder. Aktivieren wir einfach alle. Ja, das klingt an sich nicht verkehrt. Ich will hier nur mal gucken, ob hier irgendwie noch was Wichtiges ist. Bevor ich halt dann wieder mecker, so, ja, ich hätte aber, ne, und dies und das und jenes, aber ich sehe nichts. Okay. Da kommen sie. Das war irgendwie zu erwarten. So. Ist ja gut, ich muss mal eben schnell nachladen, ja? Danke. Hui! Oh shit, ich bin hier ganz schön unter Beschuss. Viel zu sehr. Okay. Schnauze da hinten! Noch ein Feind? Da ist ein Feind. Okay. Oh, Überreste. Überreste sind immer tolle Reste. So, und da hinten ist das letzte. Hoi. So. Hier nochmal. Und laufen, bestimmt. Wobei, laufen? Nee, wir müssen erst die Konsole aktivieren. Okay. Okay.
dran. Looten. Kann ich noch nicht aktivieren. Ich muss tatsächlich erst alle töten.